Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Dattelzeit hier mit My Time at Port. Ja, jetzt mit wunderbarer Doppelbommelmütze. Und ich hoffe, dass die Folge gut geht, denn die letzten 2-3 Tage habe ich mir so richtig schön die Seele aus dem Leib gehustet. Und auch heute überkommt es mich noch zuweilen, aber ich hoffe, die Professionalität obsiegt gegenüber der Erkältung. Aber bevor es losgeht, möchte ich noch mal kurz gucken, ob ich bei Sophie's Ranch noch was Ordentliches bekomme. Aber sie scheint sich auch auf den Weg zu machen. Das könnte übel für uns ausgehen. Öffnungszeiten, 8 bis 19 Uhr. Haha, da bin ich gespannt. Weil es könnte sein, dass sie sich schon auf den Weg zur Stadt macht. Müssen wir mal schauen, ne? Weil ich hier ein paar Sachen für das Hotpot-Event eigentlich kaufen möchte. Aber da womöglich zu spät bin. Ach, ich komm rein. Bauernladen. Ob das wohl genug ist? Ich weiß ja nicht. Ach, ist das herrlich. So, damit kann man was anfangen. Auch wenn ich schon dabei bin, kann ich ja auch mal hier, ne? Dinge weglegen, damit ich die wahrlich wichtigen Dinge dort habe. Scheiße, ich habe keinen Platz mehr. Ich wusste, wir haben ein Problem, ist nicht zu verwechseln mit Houston. Wir haben ein Problem, das ist eine ganz andere Ursache. Und hätte ich nur mein Reittier mitgenommen, dann hätte ich mehr Zeit gehabt. Aber egal. Heute ist nämlich dieser wunderbare Hotpot, der Feuertopf, der da schön angerichtet werden soll in gemeinsamer Kleinarbeit. Und ja, was macht mehr Feuer als Chili? Deswegen habe ich davon ordentlich eingesteckt und hoffe, dass es ausreicht. Aber wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Also wollen wir einfach mal schauen, was sich hier so ergibt. Ach nee. Das ist doch die normale Schneeballschlacht, oder was? Ich dachte, heute wäre Hotpot angesagt. Ihr Nasen. Ach. Sagt mir das doch gleich. So kann ich nicht arbeiten. Ah, die haben schon so viele Punkte gemacht. Scheiße. Oh, das wird eine Katastrophe. Na gut. Ach, geht doch weg. So. Irgendwie muss ich die doch erwischen können. Kines. Mach mal kein... Och, Mist, den treff... Oh, treffe ich doch. So, kommt raus. Bärli, komm raus. Bärli. So, und Bams. Ins Gesicht. Hey. Ach. Ich erwisch euch alle. Wie die Pokémons. So. Wo seid ihr denn? Gibt's hier kein Auto-Aiming? Bin ich doch von GTA nicht anders gewohnt. Und von Red Dead Redemption. Ja, ich spiele das immer mit Auto-Aiming. Ich bin eine Saftnase, was das angeht. Hey. Wollt ihr mal ordentlich rauskommen? Ja, zum Beispiel der... Hey. Ich meine, geht doch, wo ihr hin wollt. Uff, da, das war nicht so prickelnd. So, nochmal. Weil es so schön ist oder auch nicht. Polly Pocket. Hey. Ich kann es noch wagen. Gerade noch erwischt, glaube ich. Den Django. Hey. Was taucht die da einfach ab? Das kann ich ja mal gar nicht leiden. Hey, ich hab dich getroffen, du Mistgürdo. So, jetzt aber. Yeah.
Ihr könnt mir nicht entfliehen. Juhu! Oh, das war... Ey! Könnt ihr mal ein bisschen länger draußen bleiben? So kann ich euch doch gar nicht erwischen. Die Carola! Hey! Polly! Ey! Ey, die kleine... So, jetzt schön ins Gesicht. Das hast du aber auch verdient. Ach, ich könnte mich aufregen, aber zum Glück tue ich es ja nicht. Ja. Und nochmal, weil es so überhaupt nicht schön ist. Aber die freuen sich. Also wenn ich die abwerfe, sind die offenbar überglücklich. Ah, zumindest. Ey. Ja, dich treffe ich auch noch. Ist für alle gesorgt. Wer will noch eine kleine Abreihung bekommen? Da, der McDonald. Dass der sich mal raustraut, das ist doch schön. Kann man die alte Sophie auch mal erwischen? Ach, das wäre schön. So, Mai, dich auch. Ja, so muss das. Hey. Oh, Psychomata. Ja, das ist ein Gesicht zum Reinwerfen. Das mag ich doch immer wieder. Hey. Der Presley, den mag ich nicht mehr. Oh, es wäre was. Wenn die Leute, mit denen man befreundet ist, sich länger zeigen würden, das hätte was. Ja, das waren noch mal hier Erfolgserlebnisse. Das ebenfalls. Ah, Mist. Der hat nicht getroffen. Der aber. Ja. Da hab ich doch noch mal richtig ein... Vom Leder gerissen hier. 1208, das wurde addiert mit dem gestrigen Tag. Sehr schön, sehr schön. Ich würde mal sagen, das ist nicht so schlecht gelaufen. Ah, ist die Frage. Muss ich mal kurz gucken. Wann ist dann das Futter in das Große? Ach so, Wintertag 23. Okay, das sind noch 10 Tage hin. Aber ich kann der Nora was schenken. Das ist doch genauso schön. Die freut sich doch immer über jede Spieluhr. Wir sind seelenverwandt. Yes! So muss das. Endlich habe ich meine Seelenverwandte. Wie eigentlich schon lange, aber das ist egal. So, dann können wir zu Hause vielleicht noch ein paar Sachen zurechtdüdeln. Aber vielleicht finde ich ja noch was bei der Alice, falls sie offen hat. Das weiß ich ja nicht. Ein Passagier. Hallo Passagier. Ohne Namen. Oh, was Leckeres wäre jetzt auch schön. So an und für sich. Alices Blumenladen. Ja, da haben wir es doch. Was kann ich da denn machen? Nee, das schenke ich garantiert nicht. Papierblumen, das klingt doch richtig romantisch hier. Regentopfblume Gedöns. Es muss doch irgendetwas geben, mit dem man... Blumenstrauß zur Trauer. Nee, ich bin nur nicht traurig. Ich bin noch hier mit Liebe erfüllt. Ah, vielleicht soll ich da mal zu... Vielleicht muss man das... verbal formulieren irgendwie. Man weiß es nicht, man munkelt. So, wo ist sie denn? Meine Herzdame. Mistikok. Ach, wo sich die alle rumtreiben, man weiß es nicht. Es ist merkwürdig. So, dann haben wir offenbar doch noch ein kleines bisschen Zeit mit dem Hotpot. Das hat mich jetzt irgendwie aus der Bahn geworfen. Ich dachte, ein Tag wäre Schneeballschlacht und beim anderen geht es dann so ein bisschen Rumba-Bumba mit Zumba oder sowas. Keine Ahnung. Oder Pumba, je nachdem. Da ist die Nora. Ja, Nora. Interagieren. Ein Küsschen aufs Nüsschen. Och, im Schnee, das...
pure Ramontik. Unterhalten, interagieren, Gruppenfoto. Gibt es hier noch irgendwie eine neue hübsche Pose oder so, die man mal probieren könnte? Oh ja, mit Lee dabei. Oh, das ist ein Schnappschuss. Ach, völlig abgenickt von ihm. Das mag ich. So, da musste ich losknipsen. Da hatte ich keine andere Wahl. So, mal sehen, was kann ich davon mitnehmen. Alles. Ei, Frau Bübschto. Das war jetzt doch minimal überraschend für mich. So, dann wollen wir erstmal schön Material abliefern. Noch Unlöcher. Boah, was habe ich denn hier alles an Mützchen rumliegen? Das kann ich ja noch verstehen, weil das hat auf jeden Fall ein bisschen Bums hinter. Luxus-Angelset. Ja, davon kann ich mir aber auch nichts kaufen. Von mysteriösem... Wann habe ich das bekommen? Ich weiß das doch gar nicht. Es spielen sich seltsame Dinge ab. Aber ich nehme das einfach mal so an, wie es ist. Kann ich eh nichts machen. Und dann müssen wir mal sehen. So, Honig kann ich auch auf jeden Fall. Scheiße, warum mache ich das ganze Essen rein? Nein! Honig bringt mir doch gar nichts. Glaube ich. Was auch immer. Vielleicht mit Tierkot. Ja, Tierkot geht immer. So frei nach dem Motto Kotrot. Milch. Nein, ich glaube nicht. So, das kann ich alles hier so reinbuddern. Das brauche ich nicht. Das darf noch mal rein. Holz sowieso. Ach, eigentlich auch hier Härtungsflüssigkeit. Warum nicht? Ja, nein, vielleicht. So, was haben wir denn hier? Stahlträger, Eisenholz. Jo. Schon sieht die Welt ein kleines bisschen besser aus. Kleiner Abfalleimer. Ja, das kann man auch gebrauchen vielleicht. Brauchen wir das Ding hier? Können wir es hier aufstellen? Nein, können wir nicht. Okay, dann stellen wir es hier irgendwo auf. Vielleicht neben der Truhe. Warum nicht? Wobei, mache ich lieber mal dort, dann habe ich zumindest einen kleinen Weg. Nicht, dass ich versehentlich die falsche Box öffne und dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Wollen wir ja nicht, ne? Wollen wir doch nicht. So, Artefaktkiste. Ah, ich befürchte, die Ventilatorteile haben wir schon. Würde ich mal so ganz kacke dreist behaupten. Aber mal kurz gucken, was haben wir denn hier alles? Eine Goldkröte. Oh. Magnetisches Armband. Ich glaube nicht. Och, was haben wir denn hier alles an Badges? Warum haben wir die Badges, ist auch die Frage. Plüschteddy brauche ich gerade nicht. Fisch-U-Boot, ja, das kann man mal abgeben. Kann man abgeben. Glückskatze, Teil hast du nicht gesehen. Warte mal, 1, 2, 3. Sortieren. Segelschiffmodell, da haben wir auch noch was. Und Sphärenmodell. KI-Modell, da haben wir doch irgendwas gehabt. Ach nee, das habe ich gerade eben abgeliefert. Nee, doch noch nicht. KI-Modell, wo haben wir es denn? Flugzeugmodell haben wir hier. Hier war doch irgendwas vom KI-Modell. Oder bin ich völlig blöde? Nee, Bonsai haben wir hier. Bonsai, von bis über. Teil 1, 2 und 4 habe ich offenbar. Das bringt mich nicht weiter. Ach, KI-Modell. Vielleicht habe ich das schon abgegeben. Ach, ich weiß das doch nicht. Kinder. So, jetzt aber.
Ich kann nämlich Zeugs loswerden. Zeugs ist ganz ordentlich. Das, komm, da werden wir mal ein paar Badges los, die wir gerade nicht brauchen. Habe ich nicht irgendwo eine Kleidungskiste mittlerweile? Warum habe ich keine Kleidungskiste? Ach, ist doch jetzt auch egal. Also, nee, Möbel habe ich noch hier, die ich... Möppel, da haben wir Möppel. So, das kann ich reinpacken. Das von mir aus auch erstmal das. Und Spieluhren muss ich derzeit auch nicht mehr verschenken. Das wäre eigentlich anderes Zeug, aber komm, ich pack das auch mit da rein. Jetzt ist eh alles vorbei. Bye, bye, Juli-Mond. Flugzeugmodell. Ja, kann man machen, muss man nicht. Das kann weg. Essen. Ja, da können wir auch wieder was wegpacken. So, zack, zack, zack. Och, haben wir viel zu futtern. Mehr als wir jemals essen werden. Aber ist in Ordnung so. Da kann man sich auch nicht drüber beschweren. Das geht alles ganz supidupi. Und hier müssen wir echt mal sehen, wie wir das am besten planen. Ach, vielleicht brauche ich doch erstmal hier die... Nochmal unter Möppel. Man hat ja die Zeit. So, hier haben wir nämlich die großen Pflanzenkästen. Da müssen wir mal sehen, wie viel brauchen wir davon? Wie viel können wir uns gönnen überhaupt? Das ist die Oberfrage, glaube ich. Nehmen wir erstmal das Ding hier und pflanzen es... Ach, erstmal dahin. Da stürzt, glaube ich, weniger. Und dann nehmen wir unsere Pflanzenkästen und gucken, wie viele wir hier nebeneinander hinbekommen. So, das schadet uns, glaube ich, nicht, wenn wir hier so ein paar kleine Dingers haben. Och, da kriege ich eigentlich noch mehr hin. Ich muss es nur wollen. So, das Kochset kommt erstmal dahin. Und, ach, Mensch, da wird Ack aber erstmal in Panik geraten, wenn Lara nicht da ist. Aber, ha, muss er durch. So, und noch ein, weil es so schön ist. Dann haben wir hier auf jeden Fall die ganz großen Beete. Dann können wir noch ein paar kleinen irgendwie hinpacken. Ja, warum nicht? Untermöppel. Kann das Ding weg? Ui, da haben wir aber einige unterbekommen. Und Bauernkram vermutlich. Nein. Essen? Wo sind denn die ganzen kleinen Dinger hin? Ich habe doch nicht so viele verbaut. Zeugs vielleicht? Ist das Zeugs oder ist es nicht Zeugs? Das ist hier die Frage. Man munkelt aber irgendwie... Nein. Gut, dann lassen wir es eben erstmal sein. Und dann müssen wir demnächst in aller Ruhe mal gucken, was wir da reinpflanzen. Irgendwas findet sich bestimmt. Habe ich sonst noch hier irgendwo die lütten Dinger rumhängen? Nö. Das ist aber hier schon ein bisschen, ne? Da ist noch Nachholbedarf. Aber das holen wir einen anderen Mal nach. Erstmal werde ich lediglich sehen, dass die Viecher gefüttert sind. Joa. Hauptsache, die verhungern nicht. Alles andere ist sekundär. Hä? Keine Tiere? Wo sind die Tiere? Tiere? Ja. Warum habe ich keine Tiere? Sind die beim Umstellen hops gegangen? Es geschehen seltsame Dinge hier. Die können doch nicht weg sein. Da gucken wir einen anderen Mal nach. Für heute verabschiede ich mich und bin ganz froh, dass der Hals so weit durchgehalten hat, weil es wurde langsam echt eng mit den Vorräten, von daher höchste Not und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal mit dabei, wenn es mal keine Schneeballschlacht mehr gibt bei MyTime at Portia. Bis dahin, ciao, ciao.